Servus Leute, gestern war was los auf dem BSG-Podcast, paar Infos und dann doch die ein oder andere Überraschung, aber was genau passiert ist, alles in diesem Video. Viel Spaß! Schauen wir uns zuerst mal die Infos an, die es gab. Es ging erstmal sehr um Arena und um die neue Map Fort. Und die Bilder dazu haben sie auch veröffentlicht auf Twitter und auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Könnt ihr die finden. Und die Map sieht sehr gut aus. Wir haben dann auch Gameplay gesehen und einen neuen Game-Modus. Der heißt, oh, ich bin mir gar nicht sicher, wie er genau heißt, ist so eine Art Domination Conquest aus Battlefield oder Herrschaft aus Call of Duty. Crossfire heißt der Modus, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ja. Haben wir da die Map ein bisschen gesehen, sieht sehr stimmig aus, auf der wird es auch Blast Gang geben und andere Modi und hat so ein bisschen, ja, so Inferno-Vibes aus CS und ja, sah echt gut aus und sie haben Arena einiges verbessert und es gab eine neue MVP-Animation, die sehen wir hier, also Arena kriegt so, ja, ein paar Updates, hier, Checkpoint heißt der Modus, Checkpoint heißt er, nicht Crossfire, Checkpoint. So, und es gibt eine MVP-Animation und so ein bisschen mehr, einfach mal, dass es ein bisschen besser aussieht, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob die Musik da jedes Mal spielt, kann sein. Aber ja, macht was her, Arena kriegt einige Updates und mal sehen, die neue Granate von Arena, die sehen wir erst hier, okay. Dann ging es weiter mit dem normalen EFT und da wurde ein bisschen über den Patch 15.5 geredet. Was da so hinzukam, die AA-12-Shotgun, die ist ja jetzt im Spiel. Kommen wir gleich noch zu. Auf den Screenshots sieht sie ganz gut aus. In-game ist ziemlich klobiger Patzen und nicht ganz so hübsch. Aber ja, das ist halt, so ist es halt. Und dann gibt es in Arena, wird es eine neue Granate geben. Die ist da ein bisschen klein. Hat Nikita gesagt, die machen sie noch ein bisschen größer, weil Granaten in Arena allgemein zu stark sind. Deswegen gibt es da diese Mini-Granate. Die gibt es wohl wirklich VK4 oder so heißt die. Und sie haben die Smog-Granate gezeigt, die jetzt wesentlich besser ist. Hier die M18. Smoke geht viel schneller auf, gab es auch ein Video und so und der Smoke ist viel dichter und so, kann man also wirklich taktisch nutzen. Gute Sache, kommt dann auch, kommt erst in Arena und dann später im normalen EFT. Dann hier neue Magazine, 556, 100er Drum und für die Uzi auch ein 100er Drum Mag. Ja, kommt, ist noch nicht im Spiel, kommt mit dem 0.16 Patch, also mit dem nächsten Vibe und da muss man auch sagen, das Unity Update, das eigentlich schon hätte kommen sollen, wurde auf 0.16, also für den Neujahrs-Vibe verlegt, weil sie haben es zwar ready, aber es würde jetzt möglicherweise zu vielen Problemen führen und das wollten sie jetzt, jetzt nicht riskieren und deshalb wird es erst mit dem 0.16 Vibe kommen, also Ende Dezember. Und dann, sehr interessant, Rocket Launcher werden kommen und zwar zwei Varianten. Und dafür wird es zwei Munitionen geben, so wie ich das verstanden habe. Einmal High Explosive gegen PMCs und eine Panzerbrechende gegen den BTR. Irgendwie so wurde das gesagt. Und ich weiß, Rocket Launcher, ich kann so viel sagen, diese Dinger werden gebalanced sein. Die werden sauschwer sein, die werden nicht gut verfügbar sein. Und es wird nicht so sein, dass jeder jetzt mit dem Rocket Launcher auf dem Rücken rumläuft und dann, wenn er einen PMC sieht, auf den schießt. So wird es nicht passieren. Ich denke mal, das Ding wird man genauso oft sehen. Für den Granatwerfer vielleicht ein bisschen öfter auf Maps, wo der BTR rumfährt. Dann wurden noch so nette Sachen gesagt, wie zum Beispiel der BTR-Fahrer gibt dann Quests. Also man kann Quests vom BTR-Fahrer bekommen. Dazu gibt es hier kein Bild, aber das wurde auf dem Podcast erwähnt. Dann das Prestige-System. Das soll mit 0.16 kommen. Es wird Prestige geben mit, ja, 10 Stufen. Hier sieht man zwei, wo man dann ja, kosmetische Sachen freispielen kann. Also man spielt Tag auf durch bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann resettet man seinen Account und macht es nochmal und ist dann im Prestige 2, Prestige 3 und so weiter. Kennt man ja irgendwoher. Und da gibt es dann Dogtags, Armbänder, für den Container, Hideout Customization und sowas. Das wurde alles erwähnt und es soll mit 0.16 kommen. Soll sehr umfangreich sein. Aber ja, wir haben hier diese Dogtags und sowas, haben wir gesehen. Und ist eine gute Sache. Langzeitmotivation. Man kann einfach wieder von neuem anfangen in Tarkov. Ich sag's ja immer, der Weg ist das Ziel und mit diesem Prestige-System ist der Weg wesentlich länger geworden. Also letzten Endes hat man wesentlich mehr zu tun, was gut ist in Tarkov. Dann wird Customs wird überholt. Und da gab es ein paar Bilder, das hier ist noch ein bisschen leer. Also Customs wird komplett überholt im Stil von wie Factory ist im Detailgrad. Und das Layout bleibt grundsätzlich gleich. Da gibt es hier ein paar Work-in-Progress-Bilder, ne? Ganz klar, hier ist noch alles ein bisschen leer. Das ist die Maschinenhalle. Da kann man jetzt halt hier auf den Rundgängen und sowas an die Fenster und so weiter. Und ja, ist noch nicht fertig, wie man sieht. Dann sieht man hier dieses Gebäude, das ist im L, das wird dann begehbar.
Hier links neben der Garage. Und dann haben wir hier, es sieht schon auch alles relativ gleich aus. Also hier, das sieht eigentlich recht unverändert aus, aber es wird alles so ein bisschen detaillierter, wie bei Factory, ne? Also Factory ist ja, das Gameplay lässt sich streiten, aber vom Map-Design-technischen Standpunkt sieht die Map einfach extrem gut aus. Ich hoffe, dass Customs einfach visuell aufgehübscht wird, aber das Customs-Gameplay an sich gleich bleibt. Das ist mein Wunsch dazu. Und dann kommt die MPX, wird überarbeitet. Nikita hat auf dem Podcast immer MCX gesagt, es ist aber die MPX. Erkennt man hier ganz klar an den Magazinen, das sind nämlich 9mm Magazine. Und die wurde überarbeitet und der Detailgrad, ne, unerreicht. Und wahrscheinlich gibt es dann auch mehr Attachments und so weiter. Also hier das Design von den Waffen, ne, jedes kleine Teil wurde designt. Und es sieht verdammt gut aus. Also die MPX kriegt eine Überarbeitung und dann geht's weiter. Es wird Schneekamo geben. Und zwar nicht nur diese zwei, aber die Jacke sieht schon echt cool aus. Schneekamo mit 0.16 kommt auch noch auf wieder das Winterwetter. Und es wird Rucksäcke geben und vielleicht auch Westen und sowas. Es wird auf jeden Fall einen Haufen mehr geben in dieser weißen Camo. Und ist eine gute Sache, kann man sich an den Winter anpassen. Dann wird es eine neue 338 Lapur Magnum, das seht ihr jetzt gerade nicht. Hier unten rechts steht es, die Sako TRG M10 in 338 Lapur. Da oben links steht es. Ist ähnlich der AXMC halt wieder, eine Bolt Action Sniper in 338. Und das Ding sieht schon verdammt gut aus. Kann man nichts sagen, freue ich mich drauf. Ansonsten, das ist dieselbe nochmal, ne? In voller Pracht. Und dann wurde das Recoil, wird ein bisschen angepasst. Das schauen wir uns mal kurz an. Es sieht ein bisschen instabil aus und die Reaktion darauf war nicht ganz so gut. Also die Waffe swayt ein bisschen durch die Gegend. Sie haben wohl einen extra Faktor hinzugefügt, dass das, ja, das Ganze ein bisschen wackeliger wird. Wie sich das da spielt, bleibt abzuwarten. Sieht jetzt auf dem Video nicht ganz so gut aus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also die Waffe wackelt da ein bisschen rum. Ansonsten soll das Recoil gleich geblieben sein. Die Reaktion im Chat war erstmal nicht so gut und Nikita hat auch gesagt, ja, we won't do it. Ob das ernst gemeint war oder sonst was, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ihr seht es im Hintergrund, die Recoil-Überarbeitung soll auch mit 0.16 kommen. Und dann ging es ein bisschen weiter mit dem Podcast. Aber was dann genau passiert ist, zeige ich euch einfach mal, wie ich das live auf meinem Stream erlebt habe. Just added some of this, you know, this like is things. Papa sells, like yes, why what? Okay, fuck it. Okay, we won't do it. Okay. Motion sick, bla bla. Что за херня, блядь, происходит, я не понимаю. Не знаю. Что, блядь, случилось за херня, я не понимаю. Was raucht denn da? Что за дым, блядь? Я не понимаю. Алло. Ребят. Что это, блядь, за херня происходит? Что за нахрен, блядь? Was kommt jetzt? Алло. Was ist jetzt los? Ich hab was zu kommen. Что происходит, нахрен? Was kommt jetzt? Блядь, чё? Надеваем, противогаз. Was hier los? Ich lieb die Typen. Der Hintergrundsound ist weg. Die Gasmaske. Was hier los? No. Ich glaube, das Halloween-Event geht los, Leute. Keine Promo-Codes. Hat sich dann rausgestellt, dieser Podcast war kein normaler Podcast, sondern auch der Start fürs Halloween-Event. Und das war so die kleine Einführung. Also als genau das passiert ist, konnte man dann den Patch laden und es ging los. Und dann waren Zombies auf Labs und so wie es aussieht, verbreiten die sich. Das wird die nächsten Tage noch weitergehen. Bis jetzt gibt es zwei Quests auf Labs, da muss man in einen neuen Raum und ich habe dann auch ein bisschen Gameplay für euch. Erstmal die AA-12 in Action und dann einen Raid auf Labs, wie ich da in diesen Raum gehe und die zweite Quest erledige, die Blood Sample. Für die erste Quest müsst ihr auch in diesen Raum. Ich gehe davon aus, dieses Event wird noch weitergehen. Die Zombies werden sich ausbreiten auf die nächsten Maps. Es gibt nämlich eine Anzeige mit Infection Raid auf der Karte. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch mehr Quests geben und möglicherweise am Ende ein Achievement. Das bleibt noch abzuwarten, aber ja, die nächsten Tage wird auf jeden Fall Halloween-Event sein mit Zombies. Und dazu gibt es dann noch ein bisschen Gameplay. Viel Spaß!
Können die noch fast haben. Puh, ciao. Doch, es gibt Raider. Spawn noch Raider. Das war ein Spieler, den wir da erschossen haben. Welche Karte? Man braucht keine Karte. Was grunzt hier, hä? Die Task bei Skier musste machen. Die ist die für die AA. Weiß aber nicht, was man. Die hat irgendwelche Vorbedingungen, irgendeine Quest. Weiß nicht, welche man da gemacht haben muss. Ja, die Waffe ist halt natürlich nicht für jeden. Alter, echt jetzt? Ist der gerade hinter mir gespawnt oder was? Die Waffe ist natürlich nicht für jeden, ne? Die sollst du ja nicht direkt mit Level 1 haben. Sondern die ist natürlich nicht ein Event oder so, sondern die musst du halt dann freischalten. So wie andere Waffen auch. Okay, ich muss es da oben rein. Das hilft nichts. Okay.
Baum an. Das Festpin ist mega, ja, das finde ich auch. Die Sache ist, die Leute gehen da nicht rein und machen ihre Quest, sondern die Hälfte der Leute geht da rein und campt da drin. Das ist das Problem. Bei der Labs-Session musst du das Blut holen. Wie lange geht Labs? 35 Minuten, ne? Zombies haben kein Loot. Das ist Bennett. Haben die Lilly, die campen da nicht wegen dem Loot. Sterbt gleich der Virus? Nee. Da soll ich sterben. Also, ich verliere bloß Wasser und ich habe Metabolismus auf Elite und dadurch ist das alles okay. Der Jürgen, viel. Hast du uns ein Patch? Zombies. Dann gehen wir da mal hin. Gut, Maliko, da drin campt niemand. Alles klar. Und wieder noch jemand ist. 100 Pro. Ich hab ihn. Jo. Oh shit. Hinten eine Leiche, wo ist die Leiche? So, ansagen, wo dieses scheiß Blood-Sample ist. Ist keine Leiche? Also immer bei Leichen nehme ich an, ne? Hier ist es nicht. Hier sind immer Blattzimmel, sowas, ne? Hier? Oh shit. Ich bin tot. Ganz am Eingang. Links unten. Was ist denn da zur Hölle unten?
Geh mal. Holy moly, ey. So, der eine, der da rausgekommen ist, der ärgert sich auch. Zombies auf Labs und hoffentlich bald auch auf anderen Maps, weil ich muss zugeben, auf Labs ist es etwas anstrengend. Es ist, ja, Labs bin ich nicht der größte Fan und es ist dann, ja, schon in den Meatgrinder-Rennen. Wenn sich die Zombies dann ein bisschen verbreitet haben, dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen entspannter. Aber ja, wie gesagt, ich denke, da kommen noch mehr Quests und möglicherweise ein Achievement. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Ja, könnt ihr mir mal sagen, was ihr von dem Event haltet, von dem Podcast und so weiter. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting the-